Herzlich willkommen zu diesem Video. Jetzt folgt eine Behandlung von einer Augenbrauenpigmentierung, die vor einem Jahr stattgefunden hat, also eine Nacharbeit. Und was es dabei zu beachten gibt, das erfährst du gleich. Also, let's go! Das ist eine Auffrischung, nämlich ist es jetzt ungefähr, wie lange her? Du hattest eigentlich gesagt, 13 Monate fast schon, also 13 Monate alt, einmal gestochen, richtig? Habe ich das richtig in Erinnerung? Genau. Und heute machen wir die Auffrischung. Das ist eine Kombination aus Microblading und Schattiertechnik, alles manuell. Genau. Und es ist dir einfach nur zu blass. Habe ich das richtig verstanden? Ja, auffrischen. Könnte ein bisschen dunkler werden. Ich finde die Farbe eigentlich immer voll gut. Aber du wirst es jetzt. Bevor es zu blass wird, genau. Weil klar, das wird natürlich noch weiter voranschreiten. Und dann. Okay, dann machen wir das mal. So. Ich hole mal meine Kamera, damit ich mich hier auch noch einspannen kann. Durch. Ich finde das eigentlich für einmal gestochen und ein Jahr alt sensationell gut. Man sieht ja auch immer noch diese super feine Microblading-Härchenstruktur. Ja. Das freut mich. Das ist ein wunderschönes Ergebnis. Da spielt natürlich auch ein bisschen deine Haut mit rein. Du hast halt auch super ausgeglichene Haut. Beim Nacharbeiten oder beim Auffrischen, da zeichne ich nie vor, weil ich will ja die alten Härchen auch sehen können. Und wenn ich jetzt mit einem Stift drüber gehe, würde ich die verdecken. Deshalb können wir direkt loslegen und ich bereite jetzt einfach so meine Arbeitsmaterialien vor und dann geht es auch schon los. Ich packe mir hier immer alles in diese Nierenschale. Ich eine 16er Blade und natürlich eine Shading Blade für den Shading Anteil und ich werde mal die Farben, das habe ich mir auf der Einverständniserklärung von damals angeguckt und zwar haben wir nur die Farbe Warm Brown und Cool Brown gemischt. Und das ist jetzt ja, das Ergebnis von ein Jahr Cool Brown und Warm Brown gemischt sozusagen. Und also es hat nicht diesen Rotanteil, ne? Also manchmal kippt die Farbe ja so ein bisschen ins Rötliche, aber das ist bei dir eigentlich nicht passiert. Es hat genug warme Anteil, es ist nicht zu kühl, aber es ist halt auch nicht zu rötlich. Was super ist. Okay. So, du bekommst ein Häubchen. Okay. Und genau, die beiden mal. Immer schön das Tuch drum, sonst spritzt es. Ich mische mal noch eine dritte Farbe dazu und zwar unser Cool Mix, weil das ist, also ich möchte es halt doch gerne wieder ein bisschen mehr in die kühlere Richtung. Ja, wenn man seit 5 Jahren mit diesen Pigmenten arbeitet, dann weiß man genau, welche Mischverhältnisse man braucht und
wie sie dann abheilen und bei welchem Typ sie wie abheilen, das macht einfach die Erfahrung dann an der Stelle. So, jetzt lasse ich sie runter, positioniere mich, stelle die Kamera ein und dann ziehe ich erst die Handschuhe an. Weil ich muss jetzt noch ganz viele Sachen anfassen und so. Und das wäre sonst ein bisschen unhygienisch. So, jetzt geht's runter. Sie sagte mir schon, dass sie ein bisschen schmerzempfindlich ist, beziehungsweise beim letzten Mal hat sie doll tränen müssen und das werden wir dann wahrscheinlich diesmal mit einem geeigneten Lokalanästhetikum ein wenig eindämmen. So, das ist jetzt die 16er und ganz wichtig, was haben wir vergessen? Desinfizieren. Mir gerade eingefallen, dass das noch gar nicht stattgefunden hat. Und so. Wenn die Kundin sagt, und so habe ich sie verstanden, machen wir ja keine neue Form oder so, sondern wir machen einfach die alte Form, so wie sie war, nochmal, beziehungsweise ja, wir gehen über die gleichen Stellen drüber. Und das geht natürlich am besten, wenn sie nicht übermalt sind mit irgendeinem Stift. Also ich will jetzt hier ganz klar die alten Härchen sehen können. Und dann machen wir das alles wieder ein bisschen intensiver, also dunkler. Von der Form her war es ja super passend. Oder wolltest du es breiter haben? Nö. Nee, ne? Also so wie es war, nur wieder ein bisschen satter. Okay. Ja, dann warst du eine der letzten Kundinnen in Hohenneunhof drüben. Gut, dass du jetzt nochmal dich informiert hast, dass wir umgezogen sind, weil wir sagen es inzwischen auch nicht mehr. Die ersten 2-3 Monate haben wir es noch gesagt am Telefon. So, übrigens, wir sind jetzt woanders, aber das haben wir uns jetzt abgewöhnt. Hast du es von selber rausgefunden, oder? Nee, das, wie gesagt, ich war eine der letzten Kundinnen, du wusstest ja schon und hast es mir auch erzählt. Ich habe es erzählt, ah ja, genau. Ja. Da stand auch so ein Schild, ne? Irgendwie. Na. So, jetzt kommt hier hinten der Bereich, wo es den meisten Kunden noch ein bisschen mehr wehtut als vorne, leider. Hier ist dann die Härchengestaltung, also ja, die ist auch wichtig, aber nicht mehr ganz so wichtig wie vorne, weil hier wird es ja mit dem Shading-Effekt, also Powder Brows, überblendet. Hier die hinteren, die mache ich immer gerne total, also von vorne nach hinten, weil es ist ja immer da, wo die Nadel als erstes eintritt, da ist die meiste Farbsättigung und ich will nicht, dass da hinten an der Härchenspitze irgendwas verloren geht, also gehe ich da immer umgekehrt, also in die andere Richtung. Ich gehe jetzt auch schon so ein bisschen in die Mitte. Das würde man jetzt bei einer Neuarbeit nicht machen, aber bei einer Auffrischung ist das kein Thema.
Ja, das Einzige, was wirklich hier verblasst ist, ist die obere Kontur so ein bisschen zwischen dem und dem. Also da war jetzt nicht mehr viel an Härchen vorhanden. Oder wir haben damals hier die Härchen sogar komplett ausgelassen und schattiert mit dem Pudereffekt hier in der Region. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Und deshalb ist es halt schneller verblasst, weil dort, wo natürlich so richtig hauchzart pudrig ist, das verblasst dann auch immer schneller. Ich muss leider einmal kurz unterbrechen. Musst du niesen oder musst Nein. du das wieder? Ja, weil es jetzt das dritte Mal klingelt. Ach so. Falls es vielleicht mit meinen Kindern was ist. Ach so, na okay. Wie du merkst, mein Stuhl ist leer. Meine Kundin musste kurzerhand mal das Studio verlassen, weil sie einen privaten Notfall hatte. Das heißt, wir mussten die Behandlung leider abbrechen. Und ich bin gespannt, zu welchem Zeitpunkt wir die Behandlung fortsetzen können. Also bleib dran. So, die Kundin ist wieder da. Der private Notfall ist vorerst erledigt. Und jetzt arbeiten wir weiter. Die Seite ist jetzt schon 4 Stunden alt, beziehungsweise ja, hat etwas nachgedunkelt. Und da werden wir jetzt einfach weitermachen. Wenn es jetzt älter wäre als 48 Stunden, dann müsste man tatsächlich sogar die komplette Abheilungsphase abwarten. Also mindestens 2 Wochen, eher 3, damit man die Haut nicht stört in der Abheilungsphase, weil das könnte tatsächlich Narben geben. Das ist wie, als wenn du einen Schorf abpulst und dann da nochmal drüber kratzt. Ne? Also das darfst du auf keinen Fall machen. Aber solange das noch so frisch ist, ist es in Ordnung. Und deshalb machen wir jetzt hier weiter. Ich werde auch nochmal die Härchen, die wir schon gemacht hatten, sättigen. Die müssten... Ja, die sind auch noch frisch, das sieht man hier, auch wenn sie schon 4 Stunden alt sind. Ja, das merkst du jetzt besonders, ne? Mhm. Okay, na dann werden wir hier gleich mal Betäubung auftragen. Vielleicht wirkt die ja sogar, die Betäubung, wenn ich die jetzt hier auftrage, weil die wirkt schließlich nur auf offene Haut. Und vielleicht haben wir eine Chance, dass die gleich wirkt. Das werden wir jetzt mal testen. Okay. Könnte ein bisschen brennen jetzt. Aber dann wird es besser. Hattest du zwischendurch auch mal ein bisschen gewischt mit einem Feuchtentuch? Ja. Ja? Ja. Gut. Das erklärt, warum das hier auch nicht so ja, feucht war, sondern eher trocken und auch noch keine Kruste vorhanden war. So, hier schattieren wir ja eh gleich noch ein bisschen rein. Schau mal hier, die meisten Pigmentierer vernachlässigen immer diesen Bereich hier total. Ja, also alles sieht super aus an der Kontur, unten, oben. So, und weil hier eben die Haare am dichtesten wachsen, vergessen die das immer. So, und natürlich gucken Kunden unterm Spiegel auch mal so. Ne? Die streichen sich auch mal die Haare so weg. Und dann gucken die, oh, da ist ja gar nichts, ne? Da ist ja, das ist ja schlampig gearbeitet. Das kann dir passieren. Und deshalb solltest du auf jeden Fall auch dafür sorgen, dass hier in der Mitte die Härchen sind und auch gut gesättigt. Weil gerade hier in der Mitte, das ist auch wieder so eine Zone, die sehr, sehr schnell rausfällt, ähnlich wie hier vorne. Und da muss man mit ein bisschen Nachdruck rein. So, wir werden das eh mit der Schattierung verblenden, deshalb brauchen wir dann jetzt nicht ganz so viel Härchen zeichnen. So, die hatten wir vorhin schon mal, vor 4 Stunden, aber wir machen sie trotzdem nochmal. Weil ich glaube, es war nur ein Durchgang. Und ein Durchgang ist wie kein Durchgang.
So, das ist nicht effektiv. So, das ist eigentlich jetzt ausreichend. Ich mache jetzt eine Farbmaske drauf. Ich überlege, ob ich hier noch eins zwischenmache. Das könnte ganz gut wirken. Ja, das machen wir mal ruhig. Da ist nämlich so ein ganz kleines Babyhaar. Und wenn das ein bisschen Unterstützung kriegen würde, ja, das ist besser. So, jetzt machen wir hier die Farbmaske drauf. Sieht jetzt sehr, sehr dunkel aus für ihren Typ, aber keine Sorge. Das wird noch wesentlich heller. So. Wir machen nochmal. Da können wir jetzt noch nicht mit Betäubung arbeiten, weil die Haut ist ja noch nicht offen. Da müssen wir jetzt erstmal so arbeiten. So, eins zu eins die alten Härchen nachzeichnen. Entschuldigung, muss nehmen. Brauchst du ein Tuch? Nein. Wenn du die. Ja? Oh Gott. Eine Nieserin. Aber nur auf dem rechten Auge. Es gibt Nieser. Nee, eigentlich gibt es keine Nieser, die bei der linken Augenbraue niesen. Wenn, dann niesen sie immer bei der rechten. Ich glaube, das liegt daran, an der Reihenfolge. Weil ich arbeite immer die Seite zuerst und dann die als zweites und dann ist die Kugel schon ein bisschen überreizt wahrscheinlich und deshalb kommt dieser Niesreiz immer auf der rechten Seite. Also hätte ich die zuerst gemacht und dann die, dann würdest du wahrscheinlich nur bei der niesen. Ist so. Und auch eine lustige Theorie, immer wenn ich dann loslasse, dann wird der Niesreiz stärker. Solange ich jetzt hier die Hand halte, können die Kunden den meistens im Zaum halten. Hier hinten ist sowieso nicht mehr so viel. Jetzt einmal abniesen. Das macht mich jetzt ist vorbei. Okay. Vorne wieder. Die Seite tut auch nicht. Weiß auch nicht warum. Ja. Das ist oft so. Die zweite Seite. Da ist man schon bedient, reizüberflutet. So. Ja. Also hier ist tatsächlich so ein Bereich, der ist schon stärker verblasst als anderswo. Das ist hier deutlich erkennbar. So, also die Kontur hätten wir jetzt wieder und jetzt machen wir noch so ein paar Härchen hier in die Mitte rein und dann können wir als nächstes wieder die Betäubung auftragen. So, ich muss noch mal ganz vorne kurz rein. Obwohl, nee, da machen wir jetzt
erstmal kurz Betäubung, dann fällt es besser aus. Ein bisschen weniger oder gleich? Das ist schon ein bisschen weniger, aber man merkt es natürlich immer noch. Okay. Hier unten die Wurzeln, hier in dem Bereich, wo viel Unterfettgewebe ist, da geht immer viel Farbe raus. Muss man immer ganz schön viel sättigen. So, jetzt können wir hier auch eine Farbmaske machen und dann gehen wir auf die Seite zurück und machen mit der Schattierung weiter. Also hier wird der Bereich sein, wo wir gleich reinschattieren werden. Also ne, ich kann ja das auch gerne mal so ein bisschen vorzeichnen. So. Und dann wird das natürlich schön verblendet und dann kriegt es so eine richtig sexy Kontur noch. Ist ein bisschen definierter, als wenn es nur Härchen wären. Aber es wird nach vorne so ein bisschen verblendet und nach oben auch. Ich mache jetzt ein bisschen Material sparen, man muss ja sparsam arbeiten, also ne, nicht, weil die Farben sind teuer und so weiter, die Blades auch. Und ich benutze jetzt das gleiche Handstück mit einer anderen Nadel. Ich könnte jetzt natürlich auch ein zweites Handstück benutzen, was ich dann auch wegschmeißen werde. Das sind ja Einweghandstücke, die wir hier haben. Und ja, also insbesondere dieses Handstück, das muss man immer ganz schön doll aufschrauben, so bis es fast hier alles locker ist. Dann das Ding schön runterziehen und dann bekommst du hier auch wunderbar deine Nadel rein. Und das ist hier die 48er Shading, die bleibt schön gerade drin. Na, also nicht anwinkeln oder so, sondern schön gerade. Und dann geht's mit der Schattierung weiter. Schattierung tut eigentlich kaum weh, zumindest die manuelle. Mit der Maschine tut es schon ein bisschen mehr weh, da kann man eigentlich fast nicht ohne Betäubung arbeiten. So, ich gehe jetzt mal einfach hier so rein, da wo ich eh schon vorgezeichnet habe. Und beginne hier an der dunkelsten Stelle. Und ja, geht das jetzt so vom Schmerz oder? Ja, fühlt sich an wie Haare zupfen. Wie zupfen, ja. Genau, also wir zupfen hier so an der Haut und dadurch kommt die Farbe rein. Du wirst sehen, wir haben hier
auch schon nach einer kurzen Zeit einen relativ guten Farbeintrag. Und ja, so wird die ganze Härchenzeichnung noch ein bisschen, die kriegt ein bisschen mehr Tiefe und wirkt eigentlich sogar noch natürlicher, als wenn es nur eine Härchenzeichnung ist. So. Nach vorne hin können wir das so ein bisschen ausblenden oder überblenden, sagt man ja. So. Ja, das reicht eigentlich schon fast. Uns ja mal zum Vergleich die andere Seite anschauen und ich glaube, da wird es dann doch noch deutlicher, was das dann ausmacht am Ende. So, sieht man das? Ja, also hier ist schon heller, ne, als da. So. Können wir jetzt auch eine Farbmaske drauf machen. Ja, also alles, was du neu ergänzt hast in deiner Pigmentierung, muss natürlich wieder glatt gemacht werden, also gesättigt werden. Wenn du Anfänger bist, kannst du natürlich super gut deine Fehler in der Härchenzeichnung damit überdecken. Also ich nenne das immer so ein bisschen auch die Schummelvariante, wenn du Härchenzeichnung mit Schattierung kombinierst. Ja, also sollte dir wirklich ein grober Fehler unterlaufen sein, dann greif zur Schattierung und überdeck das. Natürlich nicht, ohne das vorher mit deiner Kundin besprochen zu haben. Erklär ihr die Vorteile. Ja, warum du jetzt der Meinung bist, das müsste schattiert werden. Natürlich nicht, weil du einen Fehler gemacht hast, das sagst du ihr nicht, aber du sagst ihr, das könnte doch für sie auf jeden Fall ein bisschen ja, ergänzender wirken und das Ganze noch natürlicher machen, was ja nicht gelogen ist. Das ist natürlich auch eine Budgetfrage, also jemand, der Härchenzeichnung mit Schattierung ergänzt haben will, der sollte auf jeden Fall einen kleinen Aufpreis bezahlen, weil du brauchst eine Nadel mehr, vielleicht sogar ein Handstück mehr, es kommt darauf an, womit du arbeitest. Einweg- oder Mehrweg-Handstücke, das musst du dir dann überlegen, wie du das handhaben willst. Auf jeden Fall ist das ein schöner, ja, eine schöne Variation und bietet halt auch mehr Flexibilität für dein ganzes Portfolio im Bereich Microblading und PMU. So, hier machen wir auch wieder diese Pixel-Dots zum Verblenden.
So, das war's. Das reicht eigentlich schon. Wir gucken uns jetzt nochmal die gegenüberliegende Seite an zum Vergleich und machen dann hier die Farbmaske. Das ist einfach vom Workflow voll gut, weil stell dir mal vor, du machst jetzt hier die Farbmaske, musst dann nochmal 3 Minuten warten, machst sie dann erst ab, siehst auf den ersten Blick, oh, die sind total unterschiedlich, die ist dünner oder so, ja, dann musst du natürlich nochmal nacharbeiten und dann nochmal eine Farbmaske machen. Das heißt, jetzt vergleichen, wenn alles super ist und ausgeglichen, dann machst du halt die Farbmaske erst drauf. So. Okay. Ja, hier sieht man richtig schön dieses Pudrige zwischen den Härchen. So wie so Lidschatten. Einmal aufgetragen mit dem Pinsel. Rauchig. Ja? Wenn du natürlich 3, 4, 5 Mal rübergehst mit dem Pinsel, ist es nicht mehr so rauchig. Alles eine Frage der Deckungskraft. Ja? Du kannst ja mit einem Bleistift auf dem Papier super zart zeichnen, dann hast du eine ganz sanfte Deckungskraft von dem Bleistift, und wenn du ganz doll aufdrückst, dann hast du natürlich eine super starke Deckungskraft, und so kannst du mit ein und derselben Farbe unterschiedliche Intensitäten herstellen. Du musst nicht zu anderen Farben greifen, nur weil du was dunkler machen willst und also einen Bereich dunkler und den anderen heller machen willst. Es hängt einzig und allein davon ab, wie du dein Handwerk beherrschst und deinen Druck. Ne? So, jetzt gucke ich nochmal von oben. Ich mache immer gerne Vogelperspektive. Da sieht man viel. Nicht alles, aber viel. Und jetzt gucke ich auch nochmal von hier. So. Ja, das sieht man. Okay. Dann machen wir jetzt nochmal die Farbmaske. Also natürlich auf der Seite, da wo wir sie noch nicht hatten. Schön reinschrubben. Ja. Und dann kann das gut und gerne nochmal ein Jahr halten oder länger oder so, ne? Und räumen auf. Wir fangen an, ihre ganzen Instrumente wegzuschmeißen, die Nadel rauszunehmen in den Kanülbehälter und so. Macht das nicht. Die Kundin hat mal das letzte Wort. Ja, also die muss natürlich entscheiden, ist die Arbeit fertig oder hat sie noch einen Wunsch. Ne? Und deshalb solltest du auf jeden Fall, bis sie die Tür aus der Türe raus ist, bis sie dein Geschäft verlassen hat, solltest du deine Nadel noch für irgendwelche Eventualitäten bereithalten. Denn mir ist es schon oft passiert, dass die Kundin dann, die war schon weg und ist nochmal auf Toilette gegangen, hat im Spiegel was gesehen, kam nochmal zurück, ach, können wir nicht hier noch die Stelle und so. Ja, und dann musste ich das ganze Arbeitsmaterial nochmal auspacken, nochmal neu anbrechen. Du kannst ja nicht das Alte aus dem Müll holen, geht nicht. Und ja. Aus solchen Fehlern lernt man natürlich. Ne? So, die Seite kann auf jeden Fall schon mal ab, weil die hat ja schon einen Vorsprung. Die war jetzt so gute 1,5 Minuten. Die zieht noch ein bisschen nach, während wir das hier abwischen. Und dann ist es vollbracht. Ich will noch mal sagen, worauf ich jetzt achten muss. Ja, bitte. Auf jeden Fall. Also in den ersten 4 Stunden nach der Behandlung stündlich mit einem feuchten Wattepad die Augenbraue abreinigen, um zu verhindern, dass die Lymphe, die jetzt so ein bisschen austritt, ne, also dieses Wundsekret, antrocknet. Das soll eben nicht antrocknen, sondern du holst es runter, bevor es antrocknen kann.
Und dann ist die Krustenbildung auch nicht so stark. Also die Krustenbildung entsteht ja nur, wenn die Lymphe auf der Haut antrocknet. Deshalb, oder wenn Blut sozusagen ankrustet und antrocknet, das ist dann der Schorf. Ja, du solltest niemals eine Kundin blutend nach Hause schicken. Also das haben wir hier schon mal ausgeschlossen. Aber es lympht nach, das ist logisch. Und genau, also wenn du in den ersten 4 Stunden, hast du noch die Wattepads, die ich dir vorhin mitgegeben habe? Mhm. Genau, damit wischst du alle Stunde mal drüber, das machst du bis zum Schlafengehen. Und dann versuch mal nicht wühl dich mal nicht so ins Kissen mit dem Gesicht, vielleicht auf der Seite schlafen oder auf dem Rücken wäre gut, dass da nicht so viel Reibung entsteht auf den Augenbrauen in der Nacht. Und dann kannst du morgen die Salbe auftragen, die du mitbekommst, unsere Vitamin E-Salbe. Die sorgt dafür, dass es schön weich bleibt und trotzdem aber noch atmen kann. Das ist ganz wichtig. Man darf die Haut nicht ersticken unter dieser Salbe. Also nur ganz dünn auftragen und auch nur mit einem Wattestäbchen. Nicht die Finger benutzen oder so, weil da könnten dann auch keine Bakterien mit reingebracht werden. So. Okay, jetzt ist es wieder fresh. Auf jeden Fall dunkler und ja, dank dieser Intensität sollte es auf jeden Fall wieder mindestens ein Jahr halten. Okay, jetzt gucken wir uns das Zusammenspiel an. Nee, ist wieder sehr schön geworden. Ja? Ja. Super. Also keine weiteren Änderungswünsche, ja? Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben, abonniere unseren Kanal und schau mal unten in die Links. Du kannst dich da noch erkundigen. Wir haben viele weitere Inhalte, die dich vielleicht interessieren könnten. Und ja, bis bald.